Jo, willkommen zurück. Neue Runde, neues Glück mit der Niki. Ah, nur Erfahrungsflaschen. Hast du was erbeutet? Ah, scheiße, nee, fast. Ja, laufen wir mal. Hast du mich? Ja, ich hab dich. Ich laufe. Okay, die da vor uns dürften auch ein Team sein. Oh je, ob das funktioniert? Vor allem der eine hat eine Spitzhacke und einen Helm. Ach du Scheiße. Okay, ich hab mal meine rechte Hand zum Da oben ist eine Kiste, da oben ist eine Kiste, oben rechts. Ja, hinter uns sind viele Leute, das weißt du ja, ne? Ja, aber ich hoffe, ich überlebe. So, erst mal Erfahrungsflaschen hier weg. Yay, ich hab eine Hose! Du hast eine Hose ergattert, ja, immerhin nicht. Das Problem ist, ich habe dich, glaube ich, jetzt verloren gerade. Ich habe Lederharnisch. Ah, da bist du. Nee, hier runterfallen ist, glaube ich, denkbar schlecht. Ups. Scheiße. Ist hier was drin, ne? Pass auf, dass du nicht irgendwo reinfällst. Ja, das fällt. Ja, genau. Das fehlt jetzt noch. Ah, da ist wieder nichts. Nur ein Dia. Oh Gott, irgendjemand läuft hinter mir. Ah! Das bist nicht du. Der ist nicht grün. Sicher, dreh dich mal um. Ach so, lol. Ja, okay. Yes, I am. So, gehen wir mal hier am Strand entlang. Nächste Kiste. Kann ich hier Leute anzünden? Ja, du kannst den Boden anzünden und wenn die dann ins Feuer laufen, dann brennen die. Ey, coole Sache. Okay, jetzt bräuchte ich mal was zu futtern. Ich habe Rohes. Würdest du mir mal eben was kochen, oder? Kannst du überhaupt kochen? Ja, aber das Wollen und Können ist immer so eine Sache, ne? Ja, Wollen und Können ist generell ein großer Unterschied zwischen. Also kochen ja, bis jetzt hat sich noch niemand beschwert. Ich gehe mal da ins Schiff rüber. Ist noch keiner gestorben? Nein. An deinen Kochkünsten? Perfekt. Bisher noch nicht. Okay. Ja, du bist ja eines von vielen Mädchen mittlerweile, die zocken. Wollten wir ja vorhin schon ansprechen, genau. Aber da war mal ein bisschen Action-Maction. Ja, das ging alles ein bisschen zu schnell und ja, tatsächlich, ich weiß zwar nicht, ob das jetzt wirklich noch so weit verbreitet ist, aber ich merke das schon selber, so wenn die mitkriegen, oh mein Gott, sie ist ein Mädchen, kriege ich doch tatsächlich schon so einen Wow-Effekt irgendwie von denen, wow, ist ja cool, so zum Beispiel, ob jetzt Minecraft oder irgendwelche anderen Spiele, dass ich das jetzt spiele, aber ich überlege, es gibt jetzt so viele Mädchen, auch jetzt so größere Let's Playerinnen, die beste ist jetzt zum Beispiel Honeyball zum Beispiel oder Treasures Money gibt es ja auch, genau, noch, da wo die da wirklich schon sehr, sehr gut dabei sind in diesem Business, würde ich fast schon sagen. Genau, und da wo ich denke, dass sie schon meist, oh, TNT. Nice. Willst du die Schuhe? Habe ich Schuhe? Kannst du ruhig anpacken. Und ja, dann würde ich vorschlagen, gehen wir da vor zum nächsten Boot. Und ja, wie gesagt, ich finde sogar, dass sie sogar ein bisschen besser ist als andere Let's Player, sagen wir mal so jetzt jungsmäßig, weil es halt auch ein bisschen anders ist und vor allem ein bisschen erfrischender, als jetzt wirklich nur die ganze Zeit jetzt irgendwelchen Jungs oder so zuzuschauen. Und weil man hat doch irgendwie dennoch irgendwie eine andere Spielart. Definitiv, ist sicherlich ganz was anderes, als wenn ein Junge oder ein Kerl eben zockt. Ist auch von der Einstellung her, denke ich, komplett verschieden. Wobei bei Honeyball ist das so, die macht ja sehr viel auch im Grafikbereich und Designbereich. Also die ist da echt top, was das angeht. Da können sich viele Jungs und Burschen mindestens eine Scheibe abschneiden, würde ich mal sagen. Genau, da kann ich auch jetzt mal ein bisschen Werbung machen, weil ich benutze im Moment doch auch tatsächlich das Texture-Pack von ihr. Ah, okay, meine Kraft? Ja. Okay, ich habe gerade ein anderes, ich glaube vom Celtics drin. Okay, ich kann nicht mehr sprinten, ich brauche da dringend etwas zu futtern, sonst dreh ich durch. Wie gesagt, also ich habe rohes Hühnchenfleisch. Wie? Ich habe rohes Hühnchenfleisch. Rohes Hühnchenfleisch. Sehr schön. Ich hoffe, du vergiftest nicht. Ich habe sonst noch werfbare Trank der Heilung. Ach, ne? Ich habe so viel Chicken McNugget schon gegessen beim McDonald's und lebe auch noch immer, also werde ich von dem rohen Hühnchen hier nicht krepieren. waren wir auf diesem Schiff schon unten? Nee, ne? Wir sind ja hier von rechts gekommen. Haben wir den Wasserfall hier runter. Zack. Okay, den Berg haben wir uns angeguckt, ne? Hier sind keine Truhen drin, nö. Ich glaube, hier war auch noch niemand. Wenn wir Glück haben. Bestimmt im Turm oder so ist hundertprozentig auch noch was. Kann ich mir gut vorstellen. Kann man auf jeden Fall von ausgehen. Weil ich finde es auf jeden Fall geil, dass ziemlich viele Mädchen jetzt schon zocken. Ich meine, passt ja, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel eine Freundin oder einen Freund hättest oder hast
Und da kannst du mit dem dann zocken, das ist ja schon eine Sache, oder? Ja, und auch gerade, ich glaube dennoch, dass es halt auch viele Jungs gibt, die jetzt in der Partnerschaft so jetzt drin sind, da wo das Mädel echt sagt, nee, du lass mal, ich habe dazu keine Lust. Und ich glaube schon, dass sich gewisse Jungs schon darüber freuen, wenn sie sagen können, ja, hey, ich habe da mal eine Freundin, die spielt mit mir, ob jetzt wirklich Minecraft oder irgendwelche Shooter-Games oder sonstiges. Ich glaube, darüber freuen die sich dann eigentlich auch immer schon. Wenigstens mal was zum Futtern. Jetzt hätten wir hier einen Crafting-Table. Hast du irgendwas zum... Oh, ich habe ganz viel. Pass auf. Ich habe hier noch was gefunden. Okay, dann pack mal aus. Ich habe hier... Komm, ich gebe dir das mal, wenn du möchtest. Und dann habe ich... Brustpanzer nee, hast nee, du ja, ne? Nee, brauche ich nicht. Willst du sonst vielleicht erstmal irgendwie Eisenstiefel oder sowas haben? Weil ich bin komplett angezogen. Ich habe Kettenstiefel, Kettenhose. Kannst du mir Eisen gerne geben, ja. Ein Schwert oder sowas wäre mir lieber. Oder eine Axt hast du aber auch nichts, gell? Ich habe eine Angel. Und doch, ich habe ein Holzschwert noch eins. Oh, scheiße, ich habe das runtergeschmissen. Nee, da ist es. Nee, hab's. Danke dir. Und eine Angel. Ja, hast du jetzt selber für dich auch was? Ja, ich habe alles soweit, ist fertig. Alles klar, dann gehen wir wieder runter. Der rose rote Panther. Oh, ich habe das früher geliebt, ne? Of course. Habe ich auch oft geguckt. Jetzt sollten wir wirklich mal Ausschau halten. Wie viele Gegner sind eigentlich noch? Sechs verbleibende Spieler inklusive uns. Wir sollten uns jetzt langsam mal ausrüsten. Boah, Fallschaden, oder? Ja. Dachte ich schon, du hast eine Schelle bekommen von jemandem. Nee. Sollen wir riskieren und reingehen, oder? Würde ich sagen, oder? Oh, ich kann gleich nicht mehr rennen. Okay, ein rohes Hühnchen habe ich noch. So, komme ich da irgendwo hoch auf die Wegen? Hier. Yay. Na toll, dann komme ich aber nicht weiter hoch. Na super. Ist hier irgendwas drin? Hier ist ja gar nichts drin, ne? Und auf den anderen? Kannst du ruhig mal nachgucken? Gegner sehe ich jetzt im Moment keine. Oh, ich habe eine Truhe. Oh, ich habe Apfel. Sehr schön. Und Stock. Brauchst du einen Stock? Naja, ich habe ja nichts im Inventar eigentlich zum Craften. Hier, ich teile mal mit dir. Das ist nett von dir, danke. Ich werde nicht, dass du mir hier stirbst wegen Hungertod. Aber mit einem Holzschwert werde ich im Deathmatch auf jeden Fall nichts reißen. Nee, nicht wirklich. Hier ist ein Pfeil in Erde, im Erdboden. Ich habe eine Angel. Das heißt, hier war auf jeden Fall schon jemand. So, und jetzt sollten wir uns eine Route überlegen. Ja. Da vorne, guck mal, da ist eine Truhe. Halt mal die Augen offen, ob ein Gegner kommt. Ich weiß gerade gar nicht, wo du bist. In der Lederschule. Ach, da oben. Hier. Ich sehe dich. Ich angel mal eine Runde, vielleicht kriege ich ja einen Fisch. So, zumindest mal einen Goldharnisch an. Besser als nix. Ja, das stimmt. Ich glaube, hier kann man nicht angeln. Voran. Lol. Okay, ich sehe jetzt hier direkt auch nichts drin. Ist hier oben noch irgendwo was? Ja, sonst könnten wir theoretisch wieder weitergehen. Ich weiß es nicht jetzt, ob hier jetzt auf der Brücke oder so noch irgendwas ist. Okay, wir sind immer noch 6 Spieler. Ich glaube, hier sind wir durch. Nee, ich sehe Wasser, okay. Ich mache da schon wieder Jumping Experience. Nein, oh Gott, was mache ich hier? Oh nein, oh Scheiße. Okay, ich glaube, so, dann sollten gehen wir mal weiter. Genau. Auf jeden Fall bräuchte ich noch mal essen, damit ich wieder ein paar Herzen dazu bekomme, weil ich habe schon 3 verloren. Oh Gott, ich glaube, ich sehe da hinten jemanden. Ist das wer? Nee, das sind Büsche, okay. Da ist Feuer vorne. Und ich denke, die Kisten sind sicher gelootet, die dort stehen im Durchgang. Wo geht's denn hier hin? Ah ja, ich habe TNT. Willst du einen TNT-Block haben? Würde ich nehmen. Wer weiß, wer denn irgendwie hier was sieht, dann können wir die gleich in die Luft springen. Wie schön. Danke dir. Ja, nimm mal die Richtung, wa?
Meinst du nicht, dass hier irgendwie links noch vielleicht was drin sein könnte? Alle Kisten sind nun wieder aufgefüllt. Okay, da war doch gerade eben eine. Moment, wo war die? Wo war die? Wo war die? Die war auf jeden Fall hier oben beim Berg, war noch eine. Da gehe ich mal schnell hin. Und im Haus bei den Schiffen waren auch noch welche. Ja, gegeben. Genau, da oben beim. Ja, ich habe Goldschwert. Ja. Und eine Axt. Yay. Willst du eine Axt haben oder willst du das Goldschwert? Holz oder Stein? Ist Holz, leider. Aber kannst du gerne dann haben. Dann brauche ich sie nicht. Okay, dann behalte ich sie. Fahre ich mit dem Holzschwert ja besser. Willst du irgendwie eine Goldhose haben? Goldhose? Nee, brauche ich nicht. Ich habe noch einen Eisenbrustpanzer. Goldhose. Ja, Eisenbrustpanzer würde ich an deiner Stelle mal anziehen. Okay. Ja, das ist immer so eine Sache. Ich weiß das ehrlich gesagt immer gar nicht, ob jetzt Gold jetzt länger hält oder nicht. Also in den Waffen ist ja ein Goldschwert. Eisen ist um einiges stärker. Auch beim Eisenschwert? Jo. Okay, gut mal zu erfahren. Goldschwert macht 4 Damage. Eisenschwert liegt bei 6. Steinschwert bei 5. Achtung, da kommt jemand. Oh, ich gerade. Wo kommt jemand? Da vorne beim Durchgang war gerade jemand. Okay, ich gehe mal nochmal hier hoch, weil hier im linken... Ist das ein Auto? Ja. Ja, mach mal, ich stehe mal schmiere. Ja, er kommt. Ah, nee, er läuft da vorne. Warte, der kommt. Nee, da läuft da. Leder, Kettenhaube, Holzaxt. Ja, Kettenhaube würde ich nehmen. Ja, gut, weil ich habe nämlich eine schon an. Wo bist du? Hier bist du. Bitteschön. Dankeschön. So, Holzaxt hat es ja gesagt, brauchst du nicht. Nö, kann ich nicht viel dafür mit anfangen. Wollten wir den Weg zurückgehen oder doch tatsächlich irgendwie... Ja, da vorne ist jemand draufgelaufen. Okay. Mal gucken, wo der jetzt hin ist. Der ist mit Sicherheit in diese... Warte mal, ja, bisschen Fallschaden, okay. Ah, ich kann gleich nicht mehr rennen. Boah, ich habe auch nichts mehr zu futtern, ganz schlecht. Kein Schiffen oder so ist auch nichts wie hier. Hier ist eine Kiste. Oh, bitte essen. Ja. Sehr schön Feuerzeug. So, wart, komm mal hoch. Oh Gott. Oh, Deathmatch. Dani, wo bist du? Wer bist du? Da bist du. Ah, da bekriegen sich gerade zwei. Sieht ja sehr interessant aus. Ich gehe mal einfach rauf. Ja, aber ich kann nicht mehr rennen, das ist das Problem. Nein, scheiße, ich bin so blöd und laufe noch ins Feuer rein. Yes, einen gekriegt. Oh, wo ist der zweite? Ah, hier ist er. Kriegen wir den? Oh, schade. Okay. Nein, oh, ein Schuss und naja. Tot. Kacke. Naja, so läuft's halt. Aber mit dem miesen Equip, dass wir da trotzdem bis zum Deathmatch und noch drüber gekommen sind, ist er schon mal ganz okay, oder? Das denke ich auch. Und ich fand's lustig mit Armen. Mit nur einem Holzschwert ist es halt schwierig. Aber okay, so ist's halt. Ja, wenn euch die Runde mit der Niki gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da und guckt bei ihr vorbei. Und ja, ich würde sagen, wir machen sicherlich wieder mal eine gemeinsame Aufnahme, oder? Auf jeden Fall. Und ich denke, beim nächsten Mal wird sich das dann auch so entwickeln, dass wir einfach schneller in eine Runde reinkommen und nicht erstmal warten müssen. Ja, und vielleicht, dass wir endlich mal über ein Thema länger labern. Ist immer schwierig, wenn du dich konzentrieren musst. Ja. Naja. Dann habt noch einen schönen Tag alle miteinander und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, genau. Niki. Tschüss.